Bonjour, la sixième classe. Bonjour, la septième classe. Ja, es wird langsam nochmal Zeit, dass ich auch für euch nochmal ein kleines Video zur Französisch-Wiederholung drehe. Ihr seht, ich bin heute nicht in der Schule. Ich werde mal probieren, ob ich statt Tafel auch mit meinem Computer arbeiten kann. Aber es wird wieder kein Oscar für Spezialeffekte dabei rauskommen. Das werde ich jetzt schon mal zugeben müssen. Aber ich hoffe, es ist trotzdem verständlich. Ich habe mir überlegt, dass ich mir heute mal eine Verbgruppe anschaue, die wir im Unterricht auch schon hatten, nämlich die Verben auf IR. Genau genommen einen Teil der Verben auf IR. Ihr erinnert euch ja sicherlich an die Verben auf ER. Die habe ich in einem der letzten Videos nochmal wiederholt. Und das ist eine riesige Gruppe, die funktionieren alle gleich. Und bei den Verben auf IR ist es jetzt so, auch das ist eine große Verbgruppe, aber die unterteilt sich nochmal in drei kleinere Untergruppen, die ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Das ist etwas ärgerlich, aber nicht ganz so schlimm, denn das kann ich euch jetzt schon sagen, die Endungen bei allen IR-Verben funktionieren immer nach dem gleichen Schema, auch wenn das nicht dasselbe Schema ist wie bei den ER-Verben. Aber eine Sache kann ich euch auch direkt sagen, es ist auch wie bei den ER-Verben so, dass man nur die Endungen von nu und wu hören kann und die sind sogar identisch wie bei den ER-Verben, also ONS für nu und EZ für wu. Aber jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wie war das nochmal mit dem Stamm und Endung? Das ist ja ungewohnt. Hier nochmal das Beispiel von parler, wie wir es aus den ER-Verben kennen, und jetzt finir. Wir haben also bei parler, wie ihr sehen könnt, den Stamm und dann die Endung. Und bei finir auch den Stamm und dann die Endung. Erstmal ganz ähnlich. Ja, wie ich eben gesagt habe, gibt es bei den IR-Verben jetzt drei Untergruppen und wir gucken uns heute diejenigen Verben an, das ist die größte Gruppe, die mit Stammerweiterung funktionieren. Was ist jetzt mit Stammerweiterung gemeint? Das ist in dem Fall zunächst mal, dass an alle Verbformen an den Stamm das I von der Endung drangehängt bleibt. Das brauchen wir, weil es sonst nicht klingt. So, hier haben wir jetzt nochmal alle Formen von finir in der Gegenwart. Wir können sehr schön sehen, dass hier an den Stamm fin noch das i drangehängt bleibt, bevor dann hier in Rot die Endung kommt. Und wir können sehen, dass in der Mehrzahl zusätzlich zu dem I noch ein Doppel-S drankommt, bevor die Endung kommt. Dann ist es so, dass in der Mehrzahl, wie ihr gerade gesehen habt, zusätzlich zu dem I noch ein Doppel-S dazwischen geschoben wird. Das ist mit der Stammerweiterung gemeint. Und die ist bei allen diesen Verben ganz genau gleich. Das I bleibt dran und in der Mehrzahl kommt zusätzlich noch ein Doppel-S ran. Ich lese es nochmal vor. Hier die Form nochmal im Überblick. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, on finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. L finis. Wie ihr hört, kann man nur die Endungen von nu und wu hören, genau wie bei den ER-Verben auch. Wie ich euch eben gesagt habe, die Endungen von nu und wu sind die gleichen und für il und el in der Mehrzahl auch, also ons, ez, ent. Nur in der Einzahl, da brauchen wir. Da müssen wir uns eine Technik überlegen. Am besten eine sehr sichere Technik.
Moment mal, sehr sichere Technik. Sehr sichere Technik, das ist doch eine wunderbare Eselsbrücke. Für das S, S, T. Und wie gesagt, für die Mehrzahl ONS, EZ und ENT kennen wir schon von den ER-Verben. Damit haben wir diese Verbgruppe eigentlich schon fertig. Eine Eselsbrücke ist immer dann am besten, wenn sie möglichst albern ist. Ich hoffe, dass ihr euch das jetzt mit der sehr sicheren Technik mit dem SST gut merken könnt. Denn das gilt für alle Verben auf IR, egal in welcher Untergruppe sie sind. Wir fassen zusammen. Das I in der Endung bleibt. In der Mehrzahl haben wir zusätzlich ein Doppel-S. Und die Endungen sind S, S, T, ONS, EZ, ENT. Hier nochmal an einem anderen Beispiel, das ganz anders klingt, weil der Stamm auch mal auf einen Vokal enden kann. Warum eigentlich nicht? Nach Finier beenden oder auch aufessen kommt jetzt obeir, gehorchen. J'obéis, tu obéis, il obéit, elle obéit, on obéit, nous obéissons, vous obéissez, ils obéissent, elles obéissent. Auch hier die Regel ganz exakt so angewendet wie bei Finier vorhin auch. Ja, das war's jetzt auch schon für diese kleine Wiederholung der Verben auf IR mit Stammerweiterung. Ich mache ein kleines Beispiel noch. Wachsen im Sinne von groß werden. Grandir funktioniert genauso. Je grandis, tu grandis, il grandit, elle grandit, on grandit, nous grandissons. Vous grandissez, ils grandissent, elles grandissent. Da habt ihr noch mal so ein Hörbeispiel. Also, à bientôt.